Hier ist es ziemlich dunkel. Vielleicht sollten wir hier, auch wenn wir jetzt eigentlich schon genug getan haben an der Stelle, vielleicht sollte ich den noch mit wegmachen. Das ist mir zu gefährlich hier. Also sobald uns hier irgendwas anspringt, kann ich euch sagen, sind meine Haare endgültig grau. Das wollen wir ja nicht, beziehungsweise ihr seht es ja eh nicht. Aber ich fühle mich dann noch älter, als ich schon bin. Das muss nicht sein. Okay. Das wird wahrscheinlich nicht großartig sich auflösen, weil das hier alles inmitten anderer Bäume ist. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich den noch abholzen. Jetzt war ich schon wieder mehr, als ich wollte. Hier ist eine Höhle. Wir wissen so langsam. So, eigentlich müssten wir die auch noch alle weghauen. Oh, Äpfel. So, die nehmen wir trotzdem noch mit, auch wenn wir hier gerade ein Höhlengeräusch gehört haben und es dämmert. Das heißt, das sollte eigentlich von der Zeit her ganz gut passen, wieder an unserem Bettchen anzukommen. Wir haben sogar noch ein bisschen Puffer. Und wenn es wieder hell ist, werden wir die Schäfchen ein bisschen scheren. So. Wie gesagt, das sieht jetzt noch ein bisschen hässlich aus, aber das wird hoffentlich noch. So, so, jetzt können wir pennen. Sehr schön. Es dürfte nichts passiert sein. Ja, die Blätter hinten, die kennen nicht, weil, wie ich sagte, die sind inmitten von anderen Bäumen. Das heißt, die werden irgendeinen Bezug zu einem anderen Ast haben. Ah, sehr schön. Der Baum ist auch gewachsen. Aber das ist doch zu beschneiden, was den Trampelpfad angeht. Deswegen wird dieser Baum auch weichen. Die anderen können bleiben. Das gefällt mir soweit ganz gut. Haben wir hier die Schere drin? Natürlich nicht. Aber hier. Haha. Und dann können wir auch diese dämliche Erde hier einladen. Quatsch. So. Und so, warte mal. Ne, dann nehmen wir den angefangenen Stapel mit, falls wir doch mal wieder Erde gewinnen, was wahrscheinlich dauernd passieren wird. Ah, egal. So, haut ab. Haut. Ah, nein! Nein! So, dafür stirbst du. So. Haut hier einfach ab, das Mistvieh. So. Aber nicht mit mir. So, her mit eurer Wolle. Und du auch noch. Komme ich denn jetzt hier raus? Ja. So. Ha. Mist, ich muss wieder rein. Das sind reine Reproduktionsmaschinen hier. Vielleicht sollen wir uns auch einen größeren. Aber wir müssen den Stall ja eh noch umziehen. Also, aber das machen wir erst, wenn es... wo ist denn das Baby-Lama? Wo ist das? Hä? Ich bin mir ziemlich sicher, dass... ein Baby-Lama? Es ist weg. Es ist einfach weg. Was wollte ich denn jetzt tun? 22 Wolle. Ich wollte irgendwas ausprobieren, nicht wahr? Ich bin mir aber nicht sicher, was. Ich bin schon wieder total durcheinander und mache auch alles durcheinander. Das ist, glaube ich, meine größte Schwäche hier, weil es so viel zu tun gibt. Und mich juckt es trotzdem in den Fingern, diese Landschaft da oben zu erkunden. Deswegen glaube ich, werden wir das doch noch, diese Aufnahme, tun. Ups, das war nicht beabsichtigt. So, zack, zack. Zack, zack. Zack. Und... Aha. Ja, das wird aber sehr eng hier. Wir müssten zumindest... Ach, das passt nicht. Nee, das passt alles überhaupt nicht. Also ich bin sehr unzufrieden. Wir werden das erstmal nur funktional hochziehen und dann... ja. Ich weiß es noch nicht.
Ich weiß noch nicht, wie wir das tun werden. Gut. Das ist das. Was könnte ich jetzt noch tun, ohne ausladen zu werden? Ja, die Gegend umerkunden. Warte, ich sammle das eben alles hier ein. Denn es gibt ein paar Sachen, die ich gerne finden möchte, die im Laufe der Patches dazugekommen sind. Und zwar Bärenbüsche. Ich weiß nicht, ob es die mit 1.14 schon gibt. Wir spielen immer noch auf 1.14.4, weil Optifine für 1.15.1 leider noch nicht fertig ist. Wobei es ist, glaube ich, die erste Testversion draußen. Aber es wurde schon gesagt, es funktionieren einige Sachen nicht. Hoch, jetzt ruckelt es einmal ganz kurz. Haben wir irgendwelche Monster drin? Nee, zum Glück nicht. Ja, den Fluss, den haben wir schon einmal erkundet. Den möchte ich auch nicht erkunden, also in diese Richtung weiter gehen. Wir werden in die andere Richtung gehen. So, in den Nether möchte ich nicht hinein. Gut. Oder auch nicht. Mit ein bisschen Bone Meal wird das Ganze hier ein bisschen organischer aussehen. Ich glaube, das Sprucewood habe ich mal mitgenommen aus einem anderen Biom. Das gehört da ursprünglich eigentlich gar nicht hin. Ja, in diese Richtung. Es ist Mittag. Ich habe das Bett schon wieder vergessen. So, wir werden jetzt aber mal das hier wegpacken. Ich habe doch... Ah, wir haben Torches. Sehr gut, die werde ich mitnehmen. Warte mal, den Raw Mutton, den werde ich mal hier reinpacken. Genau wie die Kohle. Die muss ich ja nicht mitschleppen. Torches haben wir jetzt... Warte mal. Was mache ich denn? Ach, das war der falsche Stack. Ich bin so ein Idiot. Den Raw Mutton wollte ich hier reinstecken, nicht das andere. Okay. Wir haben Brot. Wir haben noch eine Bowle. Wo sind die anderen Bowlen eigentlich hingekommen? Ich weiß es nicht. Steak. Mutton. Nehmen wir mit. Wir brauchen gar nicht so viel zu essen. Ich habe irgendwas gehört. Irgendwelche Schritte. Ihr auch? Oh, guck mal, unser schöner Teich. Okay. Ja, wir haben noch einige Sachen auf unserer Zielliste. Also ich habe eigentlich keine offizielle Zielliste, aber... Ich möchte einige Sachen doch noch ergattern. Mein Encoder zeigt gerade Storage an. Ich bin mir aber nicht so sicher, was er damit meinte. Ich hoffe, die Aufnahme läuft trotzdem noch so ein bisschen weiter. Denn der Speicher kann nicht voll sein. So. Hier haben wir auch Wolle drin. Das ist total, wie ich das hier gestapelt habe. Ich könnte mich selber dafür ohrfeigen. So. Äpfel haben wir. Wir haben Oak Planks. Das brauchen wir gerade auch nicht. Das brauchen wir nicht. Ich weiß, ich knall schon wieder alles irgendwo rein, nur nicht da, wo es hingehört. Ich könnte mich dafür halt, wie gesagt, selber ohrfeigen. Okay, das ist das. Vielleicht sind meine Platten auch gerade ein bisschen zu langsam. Das sind jetzt auch nicht mehr die jüngsten. Und ich mit 60 FPS aufnehmen ist schon eine Herausforderung für Festplatten. Wir haben noch 64 Oak Slabs und 26. Nehme ich mal einen String hier raus, pack das hier rein, damit das so einigermaßen, damit ich einigermaßen die Zeit noch ein bisschen strecken kann, denn das haben wir ausprobiert. Ist hier oben irgendwas gespawnt? Nee, ne? Nee. Auf dem Dachboden, das müssen wir auch irgendwann mal machen. Ich möchte so ein
richtig schönes Treppenhaus haben. Eigentlich sieht das hier sehr einladend aus, oder? Auch, dass wir zwei Dachgeschosse haben. Das ist total cool. Ja, das sieht schon ein bisschen eng aus hier. Aber das hier würde ich gerne mein Schlafgemach niederlassen. Aber ich möchte natürlich ein vernünftiges Treppenhaus haben. Ja. Kommen wir hier noch dran? Jawohl. Kann ich das auch zumachen? Ja. Wie gesagt, wir müssen in diese Richtung. Ich werde dafür schon mal ein Pferd satteln. Das kann ich ja schon mal tun, bevor die Sonne endgültig untergeht. Aber wir kriegen das nicht raus, ne? Ach, scheiße. Wir kriegen das überhaupt nicht da raus, weil die Tore zu eng sind. Wieso sind die Tore zu eng? Für Pferde? Das verstehe ich nicht. Wir haben es nicht hier durchbekommen. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ja, hier ist wieder dieses komische Biom. Können wir hier noch irgendwas machen? Was haben wir eigentlich hier in den Kisten? Da ist ein Creeper explodiert. Das müssen wir auch irgendwann nochmal flicken. Ach, guck mal, hier ist ein Bett. Sehr schön. Dann habe ich schon mal ein Bett. Aber irgendwo ist doch hier ein Creeper explodiert vorhin. Das können wir mal eben wieder auffüllen. So, zack. So, das sollten wir noch schaffen. Bis es gefährlich wird. Und wieder Creeper hier spawnen. So, das kann dafür... Ah Gott, nicht so schnell reden, Glenwan. Da kann wieder ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Jetzt sollten wir aber doch langsam mal zum Haus. Das Dach ist doch ein bisschen wuchtig, ne? Ja, das ist sehr wuchtig. Das ist sehr, sehr wuchtig. Ja, nichtsdestotrotz, können wir jetzt, denke ich mal, schlafen gehen und anfangen, die Welt da vorne zu erkunden. Hoffe ich. So, Bett haben wir dabei. Bett haben wir dabei. Dann Essen haben wir dabei. Wir haben Werkzeuge dabei. Außer eine Spitzhacke. Das hätte ich noch machen können. Okay. Wir brauchen Eisen, genau. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wobei, wir brauchen eigentlich nicht so viel. Denn wir werden uns eher in der Oberwelt aufhalten. So. Okay, dann gehe ich einfach mal querfeld ein. Gucke erstmal, ob die eine Hütte noch steht, weil ich da letztens eine Nachfrage bekommen habe, ob das Ding da überhaupt noch steht. Aber es dürfte da noch stehen. Die formschicke Hütte von dem lieben Pesti mit seinem Pool. Ah, wie verschwenderisch. So, so, Effizienz. Mhm. Okay. Ja, hier muss irgendwas sein. Ach, jetzt gar nicht das nasse, nass gemustens. Ja, seid ihr schon mal ins trockene Nass gesprungen? So, hier war ich, glaube ich, noch nie großartig unterwegs. Beziehungsweise gerade schon. Aber ich meine... Okay, er hat das ganze Clay hier abgebaut. Ist nicht schlimm, wir haben noch genug. Wir haben noch genug. So, warte mal, hier ist schon wieder das, der Sumpf. Aber da wollte ich nicht rein. Hinterm Sumpf war die Wüste. Und die Wüste habe ich, glaube ich, noch nie richtig erkundet. Da ist eine... ja, eine... Crafting-Table. Das heißt, da war ich definitiv schon mal. Ich werde jetzt hier auch nicht großartig anfangen, Höhlen zu erkunden, denn... Ach, guck mal, hier ist alles von Sumpf umgeben. Ich hätte einen Kompass mitnehmen sollen. Aber wenn wir jetzt straight in diese Richtung laufen, dann müssten wir uns ja nur um 180 Grad drehen. Ich kann ja hier nochmal ein paar... Oh, da war ich noch nicht drin. Nochmal ein paar Fackeln aufstellen,
damit man zumindest im Dunkeln noch mal ein bisschen sich orientieren kann. So, da hinten waren die Kühe. Ich glaube, hier waren wir vorhin. Ich werde hier einfach sporadisch ein paar Fackeln aufstellen. Und an denen orientieren wir uns, wenn wir wieder zurücklaufen möchten. So, hier einmal, da glotzte, ne? Und dann müsste hier gleich irgendwann... Ach, guck mal, das sind nochmal Plains. Da ist die Wüste. So, da, seht ihr? Hier ist einerseits die Wüste und hier haben wir auch noch Plains. Und das, was ich suche, die Melonen, die können sporadisch in den Plains wachsen. So. Ich markiere einfach nur meinen Weg. Ach, guck dir das mal an. Ist das ein Wüstenhase? Ah, das Ding hoppelt weg. Okay. Ja, in welche Richtung gehe ich? Gehe ich jetzt? Gehe ich in der Hoffnung, Melonen zu finden, hier lang? Das weiß ich noch nicht. So. Ah, vielleicht sollte ich hier drauf noch eine stellen. Wie gesagt, im Dunkeln sind wir dann natürlich im Vorteil, weil wir die Fackeln sehen. So, was haben wir hier alles Schönes? Das sind Kühe. Also hier kann sein, dass ich definitiv noch nicht das Gebiet erkundet habe. Warte mal, ich habe doch Papier. Und ich habe Holz. Ich weiß, das ist total verschwenderisch. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das craftet. Aber das werden wir gleich sehen. So, warte mal. Aber wenn ich jetzt... Nee, ich glaube, so geht das nicht. Das ist irgendwie so... Ich möchte eine Map craften. Da wir das Papier ja eingesteckt haben, müsste die Map doch hier irgendwie... Da. Ein Kompass, natürlich. Was hat der Glenn war natürlich nicht dabei? Einen Kompass. Nicht schlimm. Okay, ich gehe einfach weiter. Wir werden uns so verlaufen, ne? Das ist, dass ich das so wage, das ist schon grenzdebil. Aber so bin ich nun mal. So, hier. Ich sollte auch nicht zu verwinkelt laufen. Wenn wir jetzt uns daran orientieren, dass ich hier an der Wüste vorbeilaufe. Ach, guck mal hier vorne. Melone habe ich jetzt schon gesagt. Das ist aber ein Kürbis. Ich will aber keinen Kürbis. So. Wenn wir uns daran orientieren, dass wir uns hier an der Wüste entlang gehangelt haben, dann... könnte man meinen, finden wir wieder zurück. Aber jetzt gehe ich ja komplett anders. Hier ist auch noch ein Fluss neben der Wüste. Ach, guck mal hier. Hier sind diese... Das nehme ich mit. Diese Baumart. Akazien, oder? Da hoffe ich doch sehr... Das ist doch jetzt eine Savanne oder sowas, richtig? Da hoffe ich jetzt sehr, dass wir hier irgendwelche Saplings rausbekommen, weil die Holzart fehlt mir noch. So, warten wir einmal ganz kurz hier. Wir können ja mal, sobald es dämmert, sofort ein, da ist ein Sapling. Ein... Ja, sag schnell. Unser Bettchen stellen. Warum ich dieses Ei hier mitnehme, weiß ich nicht. So. Na, fliegt da noch was runter? Da hängt zumindest noch eine fest. Befreien wir sie mal. Und das nehmen wir noch mit. Und der Rest ist mir eigentlich vollkommen egal. So, wir werden uns so verlaufen. Ah, wir sind des Todes. Aber hier war ich noch nicht. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liegen sollte. Guck mal, hier ist die Biomgrenze. Haben wir hier irgendwelche Melonen rumfliegen? Die sollen ja angeblich auch in den Plains wachsen.
Naja, aber wenn wir jetzt immer uns anhand von Biomgrenzen entlanghangeln, dann werden wir definitiv irgendwie wieder zurückfinden. Das sag ich jetzt einfach mal.